Hallo, willkommen zu einer neuen Wochenblog-Serie. Ja, heute ist Freitag. Ich habe euch total vergessen. Ich bin heute Morgen super motiviert aufgestanden, dachte mir so, ja, und jetzt arbeiten wir. Und ich bin schon dabei gewesen, Shorts zu produzieren. Ich habe schon welche hochgeladen, ich habe sie schon terminiert. Und ich sitze hier gerade an meinem Notion-Board. Ich liebe Notion. Jetzt, wo ich mich richtig in Notion eingearbeitet habe, finde ich es so super toll. Ich möchte nie wieder auf Notion verzichten. Ich habe hier gerade schon Short-Ideen, ja, weil man muss ja immer Shorts produzieren, um auf YouTube zu wachsen, ne? Und wie geht das am einfachsten? Durch Shorts. Shorts dauern nur 15 Sekunden, maximal 60 Sekunden. Ja, ich habe hier meine Liste angelegt, hier vorne. Und schreibe hier gerade die ganzen Shorts runter. 15 Sekunden, ich mache ein Skript, darüber will ich sprechen, darüber kann ich einen Short machen, dann lege ich mir den Text an. Ja, und jetzt bin ich hier schon bei Short Nummer 22. Und Ziel ist es, so viele Shorts wie möglich erstmal zu sammeln, aufzulisten und dann sie alle nach und nach im Urlaub abzudrehen. Und dann muss ich mir eine Liste anlegen, beziehungsweise einen Kalender. Ich habe ja den Word-Kalender. Und dann terminiere ich die ganzen Shots schon und weiß schon, ah, dann und dann kommt der Short raus. Und Ziel ist es erstmal ein Short am Tag, weil früher habe ich so 4 Shots am Tag gedreht. Das schaffe ich einfach nicht mehr. Der Aufwand ist einfach zu viel und das schaffe ich nicht mehr. Und ich muss jetzt gucken, dass ich ganz viel in sehr, sehr kurzer Zeit schaffe, weil ich habe nur noch ich habe 2 Wochen Urlaub, davon ist die erste Woche schon rum, es ist Freitag. Ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub und 3 Tage. Heißt, ich muss in der Zeit noch einiges schaffen. Ich habe jetzt die ganzen Shorts für Juni schon fertig. Ich muss jetzt noch welche für Mai haben und dann muss ich mal gucken, wie es dann weitergeht. Ach, das ist immer kompliziert und es ist schwierig und ja, man muss immer am Ball bleiben, immer posten, 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 posten und am besten Videos, aber Videos dauern länger, Videos müssen geschnitten werden. Worüber will ich reden? Ja, das ist kompliziert, das ist schwierig. Shorts ist am einfachsten und man muss das Einfachste, was am schnellsten geht, zuerst machen, damit man einen Großteil abgearbeitet kriegt. Und ja, wisst ihr was? Ich habe immer noch nicht an meinem Online-Kurs gearbeitet, weil der Online-Kurs mir überhaupt gar kein Geld bringt. Und deswegen bin ich auch überhaupt nicht motiviert, daran jetzt zu arbeiten. Mein Geheimprojekt, da habe ich erst ein Video von abgedreht. Ja, das ist ein neues Projekt. Und wenn die alten Projekte nicht laufen, warum soll ich mich mit neuen Projekten beschäftigen? Das ist so gerade mein Problem, womit ich gerade kämpfe. Ne? Prokrastination, ja, Projekte, ach, ja, komm. YouTube bringt mir gerade Geld ein. Daran muss ich arbeiten, weil da kommt Geld rein. Ich muss an meinen Online-Blog gucken, weil da kommt ja auch Geld rein. Diese 2 Sachen muss ich zuerst machen, bevor ich neue Projekte anfange. Also sitze ich noch eine Weile an Notion dran, an meinen Shorts dran. Und bin da jetzt erstmal zugange. Ja, kurzes Update. Ich bin immer noch am Arbeiten, aber ich habe jetzt nur die Shorts aufgelistet, die ich produzieren will. Und bin dann beim Amazon Partnernet hängen geblieben, weil ich muss ja auch noch Blogartikel schreiben und ich muss ja auch ja, gucken, dass ich immer wieder neue Wege finde, um aus dieser Stagnation rauszukommen, um weiterhin auch Geld zu erwirtschaften. Und ich bin jetzt auf der Partnernetzwerkseite hängen geblieben. Habe mich da gerade registriert und ich habe natürlich meinen Blogartikel jetzt fertig geschrieben. Der kommt heute Abend um 18 Uhr. Am Freitag kommt er raus. Ich verlinke den auch auf YouTube. Ich habe einen Artikel geschrieben zu meinem Dankbarkeitstagebuch. Das Dankbarkeitstagebuch, da könnt ihr 180 Tage eure Dankbarkeit aufschreiben. Findet ihr übrigens auch in der Artikelbeschreibung. Habe ich immer unten in der Infobox drinne, falls ihr mal Interesse habt, da drauf zu gehen. Da kommt ihr immer auf die Amazon-Seite. Der Link dort unten ist noch nicht der Link von Amazon. Den tausche ich jetzt die nächsten Tage aus. Aber ihr kommt auf das Buch und wenn es euch interessiert,
Könnte der ja mal nachschauen. Ansonsten, ich schreibe jetzt meine Blogartikel. Ich werde da jetzt auch ein bisschen mehr Werbung einblenden, beziehungsweise meine Bücher natürlich ein bisschen mehr vermarkten. Ich habe das in jedem Blogartikel habe ich das drin. Ich habe immer gekennzeichnet Werbung und dann habe ich meine Bücher dort aufgelistet. Und mit jedem Artikel, den ich erstelle, gehen die Bücher zwar automatisch raus, aber ich habe jetzt natürlich nochmal so einen Informationstext über mein Buch geschrieben und habe das natürlich jetzt erstmal rausgebracht für heute Abend 18 Uhr. Ich zeige euch das mal eben. Ich gehe mal eben in die Vorschau rein. Dann zeige ich euch das mal. So, ich warte jetzt gerade darauf, dass der Link aufgeht. So. Jetzt seht ihr natürlich mal wieder keine Seite. Ah, jetzt. Warte. Ah, natürlich wieder Datenschutz. So. Ach Gott. Info-Pop-up. So sieht das Ganze dann aus. Da könnt ihr dann den ganzen Blogartikel finden und diese ganzen Informationen. Ja, und dann seht ihr hier meine Instagram-Seite und natürlich meine ganzen Artikel. Aber hier unten sind dann auch die Bücher, die sind dann nach BOD, Print on Demands, sind die dann weitergeleitet. Und dann kann man hier natürlich, ja, kann man hier natürlich jetzt noch einen Kommentar schreiben. Der kommt heute Abend, kommt der um 18 Uhr raus. Und da habe ich heute den ganzen Tag dran gearbeitet. Ich habe mein Dankbarkeitstagebuch geschrieben und wie du zuckerfrei wirst. Das ist mein Online-Kurs, der kommt nächste Woche Freitag raus. Das habe ich auch schon fertig gemacht. Ich drücke mich davor, den anderen Online-Kurs fertig zu machen, weil ich gerade keine Lust habe. Mein Geheimprojekt, ja, da prokrastiniere ich auch gerade. Da habe ich nämlich auch keine Lust weiterzumachen, deswegen schiebe ich das gerade auf. Ich habe ganz viele Ideen für Shorts rausgesucht. Habe auch erstmal runtergeschrieben, was geht. Habe nur keine Lust gehabt, sie aufzunehmen bis jetzt. Aber ist sie in Ordnung. Ich habe morgen ja auch noch einen Tag. Ne, das ist das, was ich heute mache. Und mehr wird heute auch nicht mehr passieren. Wir haben erst 15 Uhr, aber ich werde immer noch ein bisschen mehr arbeiten. Hi, guten Morgen, wir haben Samstag. Ja, ich habe hier gerade gesessen, habe hier schön gefrühstückt. Es gibt Tomaten, ein bisschen Trauben, Weintrauben und einen Apfel. Und während ich mir Kessel angucke, habe ich gerade nachgedacht, ich habe ja dieses vegane Zeug gekauft, dieses pflanzliche, den pflanzlichen Spinat. Hier. Dieses hier, ne? Rein pflanzlich veganer Cremespinat von Food for Nature. Ich hatte gestern die Packung aufgemacht und habe da so reingeguckt und dachte mir so, die ist aber nur halb voll. Warum ist die Packung nur halb voll? Ne? Und dann gucke ich mal hier so. Da sind nur 450 Gramm drin hier unten. Und es sind keine 500 Gramm drin. Weil normalerweise sind ja 500 Gramm drin. In der ganz normalen Spinatdosis. Und wenn du die Packung dann aufmachst vom normalen Rahmspinat, ist dieser Tetrapack, heißt es Tetrapack, ist diese Box voller. So, ich habe mich natürlich gewundert, warum da nur so wenig drin ist. Ich habe den dann gestern Abend warm gemacht und da soll angeblich schon Pfeffer drin sein und Muskatnuss. Ja, hat aber leider nicht so geschmeckt. Der Spinat schmeckt sehr gut. Ich habe noch mal Pflanzenmilch draufgegeben, weil das war mir zu wenig. Ich hatte den Topf und dann hatte ich so ein kleines bisschen da drinne. Und dann habe ich in diesem kleinen Spinat da so rumgewühlt, also rumgelöffelt. Ich dachte mir so, das ist aber wenig. Das sind doch keine 450 Gramm.
Ne, und der Topf war schon so klein und dann habe ich noch ein bisschen Pflanzenmilch draufgekippt, damit ich wenigstens so viel habe, ne? Damit wenn ich Essen für 2 Tage mache, weil normalerweise reicht das für 2 Personen, sprich 2 Tage, dann habe ich Nudeln dazu gemacht und habe dann Nudeln mit Spinat gemacht hier, könnt ihr sehen. Hier ist aber auch total viel Flüssigkeit. Weil ich habe halt die Pflanzenmilch habe ich da drauf gemacht. Das muss dann hinterher angedickt werden. Ich habe es aber nicht angedickt. Ja, würde ich das wieder machen? Ich habe jetzt den Preis nicht mehr im Kopf, aber ich glaube irgendwas mit 3 Euro. Ich meine, 3 Euro hätte der gekostet und für 3 Euro lohnt sich der nicht. Da sind 50 Gramm weniger drin als in der normalen Spinatdosis. Und der andere Spinat ist weitaus cremiger, ne? Und das ist der Pflanzenspinat halt nicht. Das soll ja ich glaube, Pflanzensahne drin sein. Und Pflanzensahne müsste normalerweise andicken, weil normalerweise ist auch Verdickungsmittel drin, ne? Und das war halt nicht der Fall. Ich hatte Spinat und ich hatte die Pflanzenmilch getrennt voneinander. Und dann muss man, wenn man dieses vegane Zeug kauft, noch zusätzlich andicken. Und das nervt mich persönlich. Vor allem, die Packung war halb leer. Da war so gut wie gar nichts drin. Warte. So, jetzt kann ich es lesen. Spinat gehackt 84%. Ja, das könnte passen. Wasser, Rapsöl 2,9%. Reisstärke. Speisesalz, Erbseneiweiß, Zucker, Gewürze, Muskatnuss, weißer Pfeffer. Okay, Erbseneiweiß ist in Ordnung, Speisesalz ist auch oder so. Reisstärke. Wenn das mit Reisstärke ist, darfst du es schon mal nicht einkochen. Das heißt, ich wollte eigentlich gucken wegen veganem Spinat, damit ich was zum Einkochen habe. Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Wenn da Reis drin ist, also Reisstärke. Bei Reis muss man immer aufpassen. Reis, man sollte lieber auf Gurkernmehl zurückgreifen, wenn man es einkocht, weil Reis ist zwar einkochbar, man muss aber aufpassen. Kartoffelstärke ist auch einkochbar, aber keine Maisstärke. Das ist dann auch schon mal ein bisschen problematisch. Ich glaube, ich mache den Spinat einfach selber, weil es ist preiswerter, wenn ich 1 Kilo Spinat kaufe. In diesem Beutel, da zahle ich, glaube ich, 1,99 oder 1,80 zahle ich da. Und dann ist es besser, den Spinat von Anfang an selber zu machen mit Kokosnusssahne und das dann einzukochen, weil ich glaube, das ist dann ein bisschen sinnvoller, als wenn ich auf diese Pakete zurückgreife, weil die Pakete sind sauteuer und ich könnte das Zehnfache an Geld sparen, indem ich es selber herstelle oder ich einfach sage, ach, das kleines bisschen Laktose schadet schon nicht, dann kaufe ich lieber den 500 Gramm Spinat und habe dann mehr davon. Also ich musste gestern ganz schön Pflanzenmilch dabei schütten, um das überhaupt zu vermengen, damit es mehr wird. Ja, damit es tatsächlich für 2 Tage reicht. Weil ich mache das immer auf meine Spaghetti drauf. Dann gibt es immer den Verona-Brot. Spaghetti-Teller normalerweise mit Spinat und dann gibt es Schokolade dazu. Ja, jeder, der damals die Werbung gesehen hat, weiß, wovon ich rede. So, das ist mein Morgen. Ich frühstücke hier noch zu Ende und dann überlege ich mir, was ich arbeite. Ich muss mich arbeiten. So, ich komme gerade aus meinem Büro. Ich war schon fleißig am Arbeiten. Und zwar habe ich hier meinen Blog. Da habe ich schon was aufgeschrieben. Und zwar muss ich mir ja überlegen, was ich noch so alles auf YouTube posten kann, weil ihr wisst ja selber, man muss immer Reichweite erzeugen, man muss posten und ja, ich habe Brainstorming gemacht die letzten Wochen, Monate, Jahre wollte ich gerade schon sagen, nein. Es ist halt ein bisschen kompliziert und ich habe mir jetzt ein Format überlegt, die Frage der Woche. Oder ich habe ja auch mal überlegt, so einen Sunday Talk zu machen. Aber das überschneidet sich dann mit meinem Geheimprojekt. Und dann musste ich mal ein bisschen umdenken. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Das produziere ich jetzt alles vor.
damit ich für die nächsten Wochen Content habe. Und ich weiß noch nicht, in welchem Monat das rauskommt. Aber es wird rauskommen. Oh, guck mal, es regnet. Oh, schrecklich. Das wird auf jeden Fall rauskommen. Ich weiß nur noch nicht wann. Ich gucke, dass ich so viel produzieren kann wie möglich. Dann werde ich mich nämlich jetzt an die Arbeit setzen. Solange ich noch Urlaub habe, solange kriege ich das noch hin. Und es ist richtig einfach. Ich habe ChatGPT gefragt, welche Fragen könnte ich für die Frage der Woche beantworten. Und dann habe ich mir so 60 Fragen aufgelistet. Und die Fragen werde ich jetzt erstmal mit euch beantworten. Und ich sage natürlich auch, ja, ChatGPT hat mich das und das gefragt. Und dann gucke ich mal, wie das bei euch so ankommt. Weil ich würde das dann immer auf einen Sonntag posten. Oh, guck mal, das regnet. Das habe ich mir jetzt überlegt, weil ich habe mir einen Content-Kalender angelegt und bin jetzt so schön fleißig am Planen. Weil anstatt immer nur zu jammern, ne, immer nur zu jammern, dass nichts läuft, dachte ich mir, ich gebe jetzt Vollgas und produziere einfach mal doppelt so viel. Weil ich habe ja immer montags den Vlog, dann kommt ja donnerstags der Vlog raus und jetzt muss ich mir halt überlegen, was kann ich anders machen? Ne? Kann ich noch mehr posten? Ja, ich muss Shorts produzieren. Ja, das mache ich. Ich habe kontinuierlich einen Short pro Tag, habe ich draußen, habe ich auch einige vorproduziert. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Und ja, jetzt muss ich gucken, dass ich noch so ein paar Videos mache, weil ich meine, die Shorts sind zwar gut, die bringen auch ein paar hundert Aufrufe, aber ich brauche halt Long Content, ne, Videos. Und die produziere ich jetzt. Mein Online-Kurs, ja, ich drücke mich davor, diesen Online-Kurs zu machen. Also es haben sich schon ein bisschen mehr in meinen Online-Kurs angemeldet, allerdings nur in den kostenlosen. Ich habe jetzt die Werbung fertig gemacht auf meinem Online-Blog für nächste Woche Freitag. Ja, wir müssen mal gucken. Ich habe so viel Arbeit, ich weiß auch gar nicht, wie ich das alles an Arbeit schaffen soll. Ne? Immer das Kürzeste zuerst und dann das Längste. Das, was am längsten dauert. Und der Online-Kurs dauert nun mal am längsten. So, alles andere ist schneller produziert. So, ich mache mich jetzt an die Arbeit. So, ich habe gerade zwei Videos abgedreht, habe sie sogar schon geschnitten und in YouTube hochgeladen. Bin gerade von der Musik wach geworden hier. Da vorne sieht man einen Schützenfestumzug. Ich weiß, ihr seht den gerade nicht. Aber der ist ein bisschen weiter weg. Ich kann von hier aus auch kaum was sehen, weil der Baum hier im Weg steht. Aber ich habe mich irgendwie total erschrocken. Auf einmal kommt hier Musik. Ich so, es ist Samstag, ich will meine Ruhe haben. Was ist denn jetzt los? Dann höre ich Blaskapelle, Blasmusik. Ach, da hinten kommen sie. Die seht ihr wahrscheinlich gerade nicht, weil da eine Fensterscheibe im Weg ist. Da hinten seht ihr sie laufen. Also man sieht es kaum vom Fenster aus, aber ich sehe den kleinen Schützenfestumzug da vorne. Die gehen hier nämlich gerade die Straße hoch. Hab mich nur gerade gewundert. Es ist schon wieder Schützenfestzeit. Vor kurzem war erst Karneval. Es ist bald schon wieder die Hälfte des Jahres rum. Ey, das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade mal eben meine Wäsche aufgehangen. Ich habe hier meinen neuen Pullover. Ich habe hier jetzt Salz drauf gemacht. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe einen Fleck, so einen Ölfleck. Ne? Jedes Mal, wenn ich in der Küche stehe, habe ich irgendwelche Flecken auf meinen Klamotten. Und das ist ein niegelnagelneuer Pullover, der ist noch gar nicht alt. Und da ist ein Ölfleck drauf. Und ich dachte mir so, toll, den kannst du jetzt nicht anziehen. Du ziehst den an und dann ist hier so ein Ölfleck drauf. Ne? Ja, jetzt gucke ich, ich habe den Fleck mit Wasser, habe ich nass gemacht und dann habe ich Salz drauf getan, weil Salz entzieht ja. Und ich hoffe, dass das Salz auch das Öl entzieht. Ich habe zwar noch Vanish, aber das mache ich dann beim nächsten Mal, wenn ich die Wäsche wasche. Und ich habe jetzt erstmal eine andere Ladung Wäsche gewaschen. Ich bin nämlich gerade dabei. Ich habe andere Wäsche gewaschen. Ach, und hier noch. Ich habe mir so ein wunderschönes, großes Brett gekauft, ne?
Ich nehme das mal so, guckt euch das mal an. Da kann ich einen Fingernagel zwischenstecken. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist oder warum die Sachen kaputt gehen. Ich habe auf einmal so einen langen Spalt da drinne in meinem Brett. Was habe ich mit dem Brett gemacht? Das lag eine Woche, lag das in der Küche. Ich habe mit dem Brett nichts gemacht, gar nichts. Auf einmal ist dieses Brett kaputt. Ja, super, ne? Schon wieder was kaputt. So, ich gucke gerade. Nee. Ach so, hier steht der Wäschekorb. Ich habe schon den Wäschekorb dahingestellt. Es ist definitiv Wäsche angesagt am Wochenende. Jetzt sind aber erstmal meine Handtücher dran, ne? Für die Küche sind erstmal dran. So. Ach, ich wollte euch gerade zeigen, ich gucke Eni von der My Clockiers. Sweet and Easy. Ja, jetzt läuft der Taste. Auch gut. Weil das mache ich nämlich in der Zwischenzeit, während ich die Videos gedreht habe, sie schneide und dann hochlade. Dann ist auch das Handy in der Akkuladestation. Deswegen zeige ich euch gerade auch nicht so viel. Aber ich habe mich da vorne schon hingesetzt. Da habe ich auch alles schon aufgebaut. Und ich werde zusehen, dass ich in meinem Urlaub so viel wie möglich fertig kriege. Aber mit meinem Online-Kurs sieht es schlecht aus. Ich glaube nicht, dass ich den fertig kriege. Vor allem, weil ich keine Lust habe, ihn anzufangen. Aber okay, das war's von mir von gerade. Ich guck mal, was ich gleich noch so mache. Es ist erst 15 Uhr und ich bin jetzt schon total motiviert und habe schon zwei Videos aufgenommen. Ha! Ja, mal sehen, wie lange die Motivation anhält. So, ich sitze an meiner Arbeit. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier die Fragen aufgeschrieben, beziehungsweise. Es ist ja die Frage der Woche. Das drehe ich jetzt, das neue Format für Sonntag. Ich weiß noch nicht, wann es online kommt. Ich muss noch überlegen, wie viele Videos ich in meinem Urlaub planen kann. Ich brauche ja immer für mehrere Wochen was. Und da drehe ich jetzt das fünfte Video ab. Und ChatGPT hat sich echt tolle Fragen ausgedacht, muss ich echt sagen. Also, ja, ich lese euch mal die ersten Fragen vor. Die Frage der Woche. Was ist deine größte Herausforderung im Leben im Moment und wie gehst du damit um? Ja. Gefolgt von der Frage, wie gehst du mit Stress und Druck um? Und was ist für dich der Sinn des Lebens? Gefolgt von der Frage, welche Werte sind dir am wichtigsten und warum? Und dann kommt, wie würdest du deine persönliche Entwicklung in den letzten Jahren beschreiben? Ja, also ich finde die Fragen von ChatGPT sehr gut und dachte mir, da kannst du ein Format draus machen. Die Frage der Woche. Und da habe ich jetzt die ersten fünf Videos, habe ich jetzt abgedreht. Und das fünfte Video downloade ich jetzt. Und dann gucke ich mal, wann ich das einkatalogisiere in die Timeline, ob ich das schon im Mai mache oder ob ich das im Juni erst anfange. Ich habe mir von ChatGPT 60 Fragen geben lassen. Die sind sehr schön, die sind auch echt toll. Und ja, da sitze ich jetzt an meiner Arbeit dran. Während des Download-Prozesses gucke ich Fernsehen. Da läuft jetzt Young Sheldon. Und ja, ich esse in der Zwischenzeit was und mache eine Pause, während der Vlog downloadet, beziehungsweise die Frage der Woche downloadet. Das Schneiden geht relativ einfach. Und ja, ich habe eine Frage in einer Stunde, habe ich dann fertig mit Fragestellen, Video drehen, Video schneiden und Video downloaden. Das Downloaden dauert wirklich am längsten. Und ja, das ist die Arbeit, die ich heute mache. Ich habe immer noch nicht mit meinem Online-Kurs angefangen, weil er mich gerade total nervt. Ne? Und naja. Ich mache jetzt eine Pause und bin am Downloaden und in der Zwischenzeit gucke ich Young Sheldon und dann sehen wir uns nachher wieder. So, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt Halsschmerzen und vor allem Kopfschmerzen. Ich habe 10 Fragen beantwortet und habe 10 Videos gedreht. Ich muss die letzten drei Videos muss ich noch schneiden und hochladen und dann kann ich 10 Thumbnails fertig machen oder Thumbnails heißen die, genau. Nummer 10 finde ich eine richtig gute Frage. Was würdest du deinem jüngeren Selbst raten, wenn du die Chance hättest? Ja, was würdet ihr eurem jüngeren Selbst verraten?
Ich war da erst kurz am Überlegen und dann kam ich richtig schön ins Reden rein. Und jetzt haben wir mittlerweile auch schon 18 Uhr. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ja, jetzt werde ich noch drei Videos schneiden, drei Videos hochladen und dann werde ich mich auf die Couch pflanzen und dann werde ich weiter Fernsehen gucken, weil das habe ich mir reglich verdient, nachdem ich heute 10 Videos produziert habe. Wirklich, ich hatte einen richtig erfolgreichen Tag. Gott sei Dank. So, wir sehen uns morgen wieder auf dem Sonntag. Hallo, willkommen auf dem Sonntag. Ja, es ist 13 Uhr. Ich mache mir jetzt Frühstück fertig. Oder fast Frühstück. Es ist Mittagessenzeit mittlerweile schon. Ja, das ist ein spärliches Frühstück heute Morgen. So ein paar Reste im Kühlschrank und dann verbrauche ich natürlich erstmal die Reste. Ich muss gleich anfangen zu arbeiten. Gestern war ein richtig, richtig guter Tag. Ich habe es tatsächlich geschafft, 10 Videos abzudrehen. Das ist der Hammer gewesen, wie viel ich da erledigen konnte gestern. Machen wir das Glas leer, weil dann muss ich nicht diese fertigen Sachen in den Kühlschrank packen. So ein paar Weintrauben. Nicht wieder den ganzen Boden voll zu tropfen. Das kann ich nämlich sehr gut, den Badezimmerboden, sage ich schon, den Küchenfußboden richtig voll sauen. Und mir geht dieses Gewischer allmählich echt auf die Nerven. Ich habe es tatsächlich geschafft, heute Morgen meinen Kaffee in der Küche zu verschütten. Ja, ich durfte heute Morgen schon mit einem Putzlappen auf dem Fußboden liegen und durfte Küche wischen. So, komm weg, das kommt auch weg. Das ist jetzt erstmal mein Frühstück bzw. Mittagessen. Und ja, was soll ich sagen? Das schmeckt lecker. Und sobald ich aufgegessen habe, überlege ich mir, was ich heute Schönes mache. Ich werde wahrscheinlich wieder arbeiten. Ich hoffe natürlich, dass das wieder so ein Marathon wird wie gestern. Und ich heute noch mal 10 Videos aufnehmen kann. Weil das ist nämlich echt hilfreich, wenn man genug Content vorproduziert hat. Man muss auch Shorts vorproduzieren. Weil wenn die Arbeiterklasse wieder losgeht, dann habe ich mal wieder keine Zeit. Und dann tut sich tagelang nichts. Und ich muss immer die Zeit in meinem Urlaub nutzen, um vorwärts zu kommen.
Ich muss auch noch ein paar Blogartikel erstellen und ein paar einkatalogisieren, damit mal wieder Content rauskommt. Ja? Also ich esse jetzt auf und dann sehen wir uns später. So, ich bin total happy, ich bin total stolz. Ich habe an diesem Wochenende 20 Videos für YouTube produziert, geschnitten, also gecuttet und hochgeladen. Und die gehen jetzt jeden Sonntag online ab dem 19. Mai. Da geht die Frage der Woche online. Und ich habe mir jetzt eine Auszeit verdient. Ich gucke mir hier Seattle Firefighters an und habe mir Spaghetti gemacht. In circa 40 Minuten sind meine Spaghetti fertig. Hier, wie ihr sehen könnt. Ich habe super leckere Ofenspaghetti gemacht und jetzt mache ich den Ofen an und ich kann es kaum erwarten. In 20 Minuten ist das Essen fertig und das habe ich mir nach diesem Tag ordentlich verdient, was Richtiges zu essen. Ich habe richtig hart gearbeitet dieses Wochenende. Ich habe ordentlich was geschafft und ich bin da super stolz drauf. Und ja, mein Online-Kurs ist übrigens immer noch nicht fertig, aber ich kann die Zeit nicht ändern. Nächste Woche habe ich noch Urlaub und dann muss ich gucken, dass ich nächste Woche im Urlaub noch was fertig kriege. Ich gehe erst am 13. wieder arbeiten, sprich Montag, und dann muss ich mal gucken. Ja, ich beende den Vlog auch an dieser Stelle, weil es ist Sonntag, es ist mittlerweile schon 18 Uhr. Es wird nichts Aufregendes mehr passieren. Ich werde jetzt nur noch Seattle Firefighters zu Ende gucken und mir Spaghetti einverleiben nach diesem harten Tag Arbeit. Und wir sehen uns montags und donnerstags jeweils um 18 Uhr und ab dem 19. kommt die Frage der Woche raus, jeden Sonntag um 16 Uhr. Und ich sage auf Wiedersehen.